Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr habt das im Bildchen gesehen. Ich habe keinen Bock auf diese komischen Clanspiele. Ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Lust auf diese Clanspiele. Und deswegen habe ich mir gedacht, man kann die ja so ein bisschen verbinden. Also machen wir, wir machen hier ein Clanspiel. Ich bin heute auf einem der Rathaus 9er Accounts und will jetzt erstmal nur diese Truppe hier loswerden. Also mit der will ich nicht wirklich angreifen, die will ich einfach nur verballern. Und ihr seht das ja noch hier. Die ist noch aus dem Event von gestern, vorgestern, vorvorgestern, vorvergestern, vorvorgestern. Und die will ich einfach nur ein bisschen verballern. Aber mal sehen, dass wir hier jetzt auch irgendwie so reinkommen. Wäre ja ganz schick. Okay, das geht dann da lang. Dann können wir hier mit dem King reingehen. Und ich denke mal, ich habe natürlich keine Mauerbrecher für diese Armee. Deswegen springen wir mal da. Na, das ist gut. Dann springen wir mal da. Und ich kann auch meine Bowler hier setzen, denn ich brauche gleich etwas anderes in der Clanburg. Ich will nämlich einen Live-Angriff machen mit euch mal wieder. Es soll mal wieder spannend werden. Es soll mal wieder herrlich gefailt werden beim Toto. Aber gucken wir mal, ob ich auch wirklich heute faile oder nicht. Mit den Neunern hier bin ich ja relativ stabil. So ist es ja nicht. Ah, ja, toll. Hast du gut gemacht, Toto. Okay, die Verballern war da nur Queen einmal gezündet und haben wir so ein bisschen Dunkles noch dazu gekriegt. Ja, das passt 50%. Den Rest lasse ich ihm mal. Und ihr seht jetzt meine Armee gleich, obwohl, nee, sie ist noch gar nicht fertig. Ich muss erstmal wieder einen Trank nehmen. Einen Boost-Trank. Oh, ich hab gar nicht mehr so viel mit dem hier. Das ist natürlich dusselig. Kann ich einen kaufen? Oh, ich kann gar keinen kaufen. Okay. Mit dem hier habe ich auch das Event nicht gespielt. Ich habe gar keinen Trank nachbekommen. Wollte ich eigentlich machen, aber ich habe hier ich habe hier ein Clanspiel angenommen und kein schlechtes Clanspiel, entschuldigt bitte. Kein schlechtes Clanspiel, denn drei Sterne im Clan War, die sind irgendwie immer drin. Mal sehen, ob ich die nicht schon im ersten schaffen kann. Also für die Punkte hier, das ganze Ding gibt, wie viele Punkte gibt denn das eigentlich? Irgendwo stand das auch, 300 Punkte. Ist natürlich nicht schlecht, aber in Wirklichkeit habe ich keinen Bock auf die Clanspiele hier. Ich mache die überall mit meinen ganzen Charakteren. Mache da so, was das Nötigste im Moment gefühlt oder was so ein bisschen von mir gefordert wird. Und dann würde ich sagen, ich bilde hier einmal, beziehungsweise ich fordere einmal an. Ich brauche jetzt gleich für den nächsten Angriff einen Hund und Gift. Gift habe ich sowieso noch, aber einen Hund, den gebe ich mir jetzt gleich selber. Und ich würde sagen, ich zeige euch gleich kurz nach dem Cut auch die Base, die ich angreifen will. Ich lasse jetzt erstmal die Armee trainieren, trainiere aber schon mal eine zweite nach, sodass wir auf jeden Fall hier volle Rathaus 9 Power in dem laufenden Clankrieg haben. Letztes Mal leider verloren, deswegen wollen wir mal sehen, dass wir nicht diesen hier mal wieder gewinnen, also so ein kleines bisschen grüner werden wieder in der im Lock hier. Und ich bin hier beim Herausforderer mit dem Alex. Ist auch im Moment der einzige Account, der hier überhaupt ein bisschen spielt und den ich heute Abend mal wieder ausgepackt habe. Der war auch pickepacke voll hier, was hier irgendwelche Pflänzchen und Büschchen angeht. Also ihr habt das ja schon mal mitbekommen. Ich spiele meine Accounts hier nicht so wirklich krass, aber ich mache hier überall so ein bisschen mit. Also kurzer Cut und dann machen wir unseren ersten CK-Angriff. Ich könnte schon wieder göbeln, Leute, ehrlich. Aber gut, das ist Toto. Das ist Toto. Ich habe diesen Angriff hier eben. Ich habe diesen Angriff eigentlich eben live dokumentiert und habe aber die Aufnahmetaste nicht gedrückt. Toll, ne? Ich habe die Aufnahmetaste nicht gedrückt. Ich habe die Aufnahmetaste gedrückt, als ich wieder in meinem Dorf war und habe euch erklärt, wie sowas, wie das Ganze laufen kann. Aber guckt euch den jetzt einfach in der Wiederholung an. Also ich kann den jetzt mal so dokumentieren. Queen macht hier Queen, Mauerbrecher drei Stück. Erstmal durch die erste Mauer durch. Das hat auf jeden Fall super geklappt hier. Und guckt mal, wie weit mein Babydrache da vor allen Dingen geht. Den habe ich nämlich kurz mal abgestempelt als Lavahund. Ist aber der Babydrache. Und schaut mal, wie weit der hier den Funnel auf der rechten Seite hier unten macht. Eigentlich ist das nicht mein Ding, so in eine Base reinzugehen. Aber dadurch, dass es das jetzt schon schön gerade wird, konnte die Queen jetzt nur Richtung Base gehen. Hier ist die Mauer jetzt schon mal komplett auf und ich rücke immer weiter rein und warte jetzt eigentlich so ein bisschen auf die Clanburg da. Und ihr werdet jetzt gleich auch sehen, was da rauskommt. Also für mich ist das immer so ein bisschen der kleine Horror, der da so rauskommt, nämlich ein Elektrodach. Und ihr seht das, der darf nicht einmal schießen, dann ist meine Queen hin, denn ich kriege noch von zwei X-Bögen Beschuss, von einem
Magierturm jetzt noch von einem Tesla zusätzlich und jetzt geht er hoch, ballert mir natürlich alle meine kleinen niedlichen Bogenschützen weg und jetzt muss ich auch schon hier mit meinem King rauskommen, damit der Funnel hier so ein bisschen weitergeht, beziehungsweise ich vielleicht noch hier ein Gebäude kriege, damit die Loons am Ende nicht so ein hartes Cleanup haben und das auch das ist mal wieder so dusselig von mir. Ich meine, die Queen wird mir jetzt sterben, aber ich habe es ja nicht vergessen zu zünden. Ich habe es ja gezündet. Und ich kämpfe hier mal wieder gegen einen Feger an. Ich habe euch die Tage gesagt, dass dieses Ding hier mich so abnervt, weil der macht hier so viele Angriffe kaputt und hatte jetzt auch so ein bisschen Mühe. Ihr seht das hier, in diese Base reinzukommen. Jetzt kommen da gleich Luftfallen raus. Das hat mich noch mehr abgenervt, weil noch kein Hund geplatzt. Noch kein einziger Hund hier geplatzt. Alle beide sind hier noch mit dem Popo zu uns gerade. Hier auf der Luftabwehr am Rumhacken und die eine Luftabwehr schafft das nicht, weil die Luftabwehr ist überhaupt von nix geschützt, kein Bogenschützenturm in der Nähe. Und jetzt kommen auch noch diese Knabbertiere hier. Und da habe ich schon gedacht, Alter, wenn ihr jetzt, ihr seht das hier an der Zeit, wenn ihr jetzt kein Hund hier aufgeht, wenigstens ein einziger Lava-Hund, dann hast du hier verloren. Und habe gedacht, oh komm, die Skelette, bitte, macht mir diesen Lava-Hund wenigstens kaputt hier. Und irgendwie haben die mich gehört. Hier sind jetzt nämlich beide, glaube ich, geplatzt. Kann das sein? Ah ne, hier ist noch ein Lava-Hund hinter, glaube ich. Aber einer reicht ja. Der macht ja reichlich Welpen. Sonst hätte ich das zeitlich nämlich nicht gepackt hier. Und ich habe hier gefiebert. Ich habe hier so gesessen. Ich habe das so zugehalten. Habe in die Hansguck in die Luft gemacht und so weiter. Hat alles nichts geholfen. Wir haben die ja 100% auf jeden Fall geholt. Und wir haben das Clanspiel hier geholt. Das war natürlich viel, viel netter. Und das habe ich eigentlich erklärt. Nur habe ich es mal wieder nicht aufgenommen. Ist nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall dieses eine Clanspiel gemacht. Man kann ja gar nicht mehr sehen, welche Clanspiele man macht. Aber ihr seht das, ihr habt die 300 Punkte eingeheimst, die wir uns zu Anfang genommen haben und wollte mir eigentlich ja auch einen Hund spenden lassen. Jetzt gucke ich mal. Ich habe den AFA hier im Hintergrund auf. Er hat, glaube ich, schon wieder einen Hund gebaut. Gucken wir mal gerade. Und natürlich hat er schon wieder einen Lava-Hund fertig gehabt und der hat ihm auch gespendet. Und Toto guckt jetzt mal ganz genau nach. Ja, meine Aufnahme läuft. Ich habe nämlich gerade versehentlich, es ist nichts hochgeladen worden, auch noch während der Aufnahme hier den Livestream-Knopf gedrückt, aber es konnte nichts hochgeladen werden, weil mein Stream ja über einen anderen Dienst erstmal angestartet wird und nicht von hier, also ich starte ihn zwar von hier, aber die Übertragung selber fängt von woanders an und deswegen ist nichts hochgeladen worden. Also machen wir jetzt unseren zweiten Angriff. Ich glaube, diese Folge hier hat so ein bisschen was von Fluch und Segen, wo Pleiten, Pech und Pannen auch so ein bisschen eine kleine große Rolle spielen. Und ich mache jetzt in jedem Fall meinen zweiten Angriff. Ich habe mir ja schon eine Base ausgeguckt gehabt, vorher schon. Und zwar ist es die Nummer 10. Auch das ist ein Rathaus 9er, der jetzt gar nicht mal so schlecht ist. Aber ich habe jetzt die gleiche Armee am Start. Ich versuche hier jetzt natürlich zwei Helden wegzukriegen. Gucken wir mal, wie ich hier jetzt eigentlich reinfunneln kann. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich denke mal, wir gehen mal zuerst mit dem Creamwalk weg. Ich hau mal meine Augen hier raus. Und das habe ich nämlich beim ersten Angriff auch gemacht. Das hättet ihr jetzt gesehen und hättet jetzt schon in die Kommentare geschrieben. Ey, Toto, auch mal ohne Brille? Ja, geht auch mal ohne Brille. Und muss einfach mal sein. Also wir haben hier wieder die komplett gleiche Armee. Wir gehen hier in Attack rein. Ich gucke jetzt nochmal. Aufnahme läuft. Killerblick. Okay, Aufnahme läuft. Killerblick. Und hier wollte ich jetzt eigentlich tatsächlich als erstes mit meiner Queen raus. 1, 2, 3, 4. Und hier soll jetzt mein Hühnchen wieder so ein bisschen funneln. Der wird jetzt nicht so weit kommen wie eben, weil die Luftabwehr wird ihn jetzt gleich machen, denke ich mal. Und ich gucke aber mal, dass ich jetzt auf der Stelle hier mit meinem King komme. Ein Magier dahinter gesetzt. Und der hier schon mal so ein bisschen auch für Trouble sorgt. Da kommen jetzt gleich die beiden Helden. Da ist schon mal die erste Heldin. Okay, das ist schon mal die Queen. Und die ist schon mal weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt sollte erstmal der Magierturm dort fallen. 1, 2, 3 Mauerbrecher. Hatte ich gedacht, 3 Mauerbrecher. Okay. Komm, Queen, mach den King da. Der ist ja jetzt nicht so stark. Jawohl. Da haben wir den schon mal geschafft. Und die erste Luftabwehr ist da weg. Da ist schon mal nicht schlecht. Eine, ich denke mal, ich werde nur eine bekommen. Und bei so einem Queenwalk geht auch schon mal ganz schön viel Zeit bei drauf. Ich erwarte jetzt wieder einen Drachen hier. Oh, wir haben doch beide Luftabwehren geschafft. Okay,
ich erwarte hier jetzt wieder einen Elektrodrachen und ich kriege jetzt aber nicht wirklich Beschuss hier. Also der darf nur nicht einmal schießen. Das ist immer ganz wichtig. Der darf nicht einmal schießen und mal sehen, ob jetzt nicht meine Moorbrecher gehen leider nicht dahin. Das heißt, ich habe jetzt schon wieder gleich das gleiche Problem, was ich eigentlich schon hatte. Ich muss wieder gegen die Feger hier ankämpfen. Gucken wir mal, ob ich das hier mit den ersten Loons schon mal so ein bisschen vielleicht hinbekomme. Und mal sehen. Die ersten Loons gehen schon mal da drauf. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hier ich nehme jetzt hier den Wut. Einmal von da rein. Komm. Der hat den Feger da nicht gemacht. Ich hab's euch erklärt. Ich könnte echt göbeln. Ich könnte wirklich göbeln. Mann, ey, dieser Feger, jetzt ist der eine weg und jetzt geht ja wohl auch der andere weg. Schnell mein Cleanup hier gesetzt, weil mir läuft die Zeit davon und hier unten eins, zwei von denen, den kann ich noch nicht setzen hier, komm, das Ding da noch weg, 53 Sekunden, wo habe ich was vergessen, da das Lager, das muss jetzt der hier machen. Ah, Leute, das ist ein Akt, kann ich euch sagen. Donnerwetter. Aber haben wir gepackt. Zwei Zuschauer haben wir. Und ich denke mal 42 Sekunden. Dieses Mal habe ich nicht so einen Zeitdrang. Queen hat hier komplett überlebt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Eigentlich kann sie mir ruhig sterben. Das ist nicht ganz so schlimm. Denn ihr seht das so. Die hat jetzt noch so ein bisschen Cleanup gemacht, aber immerhin 6 Sterne hier mal geholt. Das war ich euch jetzt mal nach längerem mal wieder schuldig. Auch dem Clan hier, denn ich habe im letzten Clankrieg ja 98 und 99%, glaube ich, gemacht oder 97% oder doch, nee, 99 und 97, glaube ich, waren es. Und musste aber heute mal meine beiden Angriffe machen. Also ich habe nach wie vor keinen Bock auf Clanspiele, kann ich euch sagen. Und schauen wir mal, wie der Clankrieg hier weitergeht. Also wir sind jetzt erstmal 6 Sterne weiter und ich bin jetzt, ich bin so ein bisschen beruhigter. Ich baue die nochmal nach. Ich glaube, mit der trainiere ich mal wieder so ein bisschen. Und ich hoffe, die kurze Update-Folge, ich nehme jetzt nochmal mein Tablet einfach mal weg. Ich nehme immer noch auf. Ja, Tutu nimmt immer noch auf. Also, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren. Ich zeige mir die falsche Richtung. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und dann habt ihr auch, denke ich mal, die Glocke hoffentlich an, sodass ihr kein Video mehr von mir verpasst. Verpasst heute Abend nicht den Stream. Wählt mal wieder so ein Stündchen oder zwei Stündchen auf Twitch.tv. Link in der Beschreibung. Bis dahin. Haut rein, euer Toto. Flasht.